Schwimmeinheit heute. Viel Technik am Anfang, so ein Kilometer. Power Breather mal wieder benutzt. Dann 20x50 auf 45-50 Abgang. Das war ganz angenehm. Dann noch 10x100, recht hart. Da habe ich jetzt eine 1,04 geschwommen auf 50 Yards. Ne, 100 Yards, was 91 Meter ungefähr sind. Damit war ich ganz zufrieden. Und jetzt fahren wir noch zu dem legendären und einzig waren Paul Thomas. Und Paul Thomas. The Legend. Every Picker. Wir holen noch eine Scheibe ab. Disc Wheel. Und dann, ja, gucken wir mal. Also, ich habe auch rote Beete wieder am Start. Also ich bereite mich wirklich so vor, als würde ich das Rennen machen. Einfach auch, um mit Ellie mal so ein bisschen den Rhythmus durchzuspielen für Europa dann im Sommer. Damit wir jetzt schon mal den Rhythmus drin haben und dann schon mal so ein bisschen durchspielen und wissen, wie alles funktioniert, damit es dann in Europa vielleicht gleich schon mal ein bisschen stressfreier wird, wenn wir schon mal so ein erstes Rennen oder diesen Ablauf von dem Ganzen mitgemacht haben. Also denke ich, ist das vielleicht schon mal ganz gut, um so eine Rennwoche durchzuspielen, egal ob ich starte oder nicht. Also hat's was Positives, denke ich. Do you know what I said? I heard my name. Also, Bisbee ist heute mein Aero-Experte. Bisbee, Aero-Experte. Und wir haben gerade Best Bike splittet. Und ich habe das Rad geupdatet. Ich habe geguckt, was macht das einen Unterschied mit Scheibe. Angeblich 45 Sekunden schneller mit Scheibe. 404 vorne macht 5 Sekunden Unterschied. Nein, 2 Sekunden sogar nur. 2 Sekunden Unterschied zwischen 808 und 404 vorne. Ja, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich doch die 404 fahre. Ich werde mir mal angucken, wie viel Wind dann am Renntag oder beziehungsweise am Tag davor vorausgesagt wird. Ja, und zwar habe ich gestern noch Folgendes Schönes abgeholt. Eine Zipscheibe und ein 808 Vorderrad. Das wäre die Maschine, so wie ich sie fahren würde mit der Combo 808 und Scheibe. Scheibe würde ich auf jeden Fall fahren, vorne vielleicht 404, je nachdem nach Wind. Und außerdem klingt jetzt wieder doof, aber das Auge fährt ja manchmal doch mit und macht dann einen schneller. Das schwarze Vorderrad mit schwarzer Scheibe sieht irgendwie nochmal cooler aus. Ich weiß, es geht um die Geschwindigkeit und nicht ums Aussehen. Aber ein bisschen fährt das Auge ja doch immer mit. Gesponsert von Best Bike Split oder Dragon Peaks, aber ich benutze die Tools sehr gerne und man kann hier so super schön ausrechnen, wenn man die Watt ein bisschen erhöht oder sein Track, sein CDA-Wert, wo man was gewinnen würde, wo man was verlieren würde, ist ganz interessant und man kann man so ein bisschen analysieren, noch mit dem Wetter vom Renntag zu der entsprechenden Uhrzeit kann man das Wetter sich voraussagen lassen. Je näher man am Renntag dran ist, desto genauer ist es. Aber da kann man schon mal wissen, mit wie viel Watt
man ungefähr rechnen muss für eine bestimmte Zeit, beziehungsweise mit wie viel Watt, wenn man seine Watt weiß, die man so treten kann, wo man da zeitlich rauskommt. Und dann kann man ein bisschen mit dem Track spielen, mit seiner Position. Die haben ja so ein Tool, dass man das rechnen lassen kann aus einer Raddatei. Weiß ich nicht, ob das sehr genau funktioniert. Ich habe meinen Track aufgrund von manuellen Eingaben errechnen lassen. Ich denke, es kommt ungefähr hin. Ich komme nicht an die ganz vorderen Jungs ran, die da 0.225 oder sowas haben. Ich bin jetzt mit 2.38 rangegangen. Sollte eigentlich okay sein. Ist vielleicht sogar ein bisschen besser. So schlecht sitze ich eigentlich nicht drauf. Schauen wir mal. Ja, neulich im anderen Video schon gezeigt, für den Racelam habe ich jetzt hier so ein schönes Visier. Hatte ich letztes Mal nicht, bringt vielleicht auch nochmal eine Sekunde. Schauen wir mal. Hüftmäßig, ja, war jetzt schon wieder besser von Tag zu Tag. Also wie gesagt, ja, wie im Auto gestern gesagt. Wir machen die Rennwoche jetzt erstmal so, als wäre es Rennen. Und dann gucken wir in Oceanside, ob ich fit bin oder nicht. Heute ist Mittwoch und jetzt geht offiziell Carboloading los. Ich habe die letzten drei Tage ein bisschen Low Carb gemacht, damit ich, damit mein Körper jetzt umso mehr loaden kann. Und da habe ich diese geilen Dinger hier. Sieht man das? So wie Tago, die Carboloader. Und da kann ich mir immer einen Shake machen und habe immer das Zeug dabei, dass ich zwischendurch meine Kohlenhydrate reinladen kann. Da freue ich mich ehrlich schon gesagt ein bisschen drauf, weil die ganz geil schmecken. Mein Favorite ist, glaube ich, sogar Tropical. Oh, Strawberry, einige hier. Mal gucken. Und Bisbee hat auch schon wieder Bock auf Carboloading. Bisbee, Carboloading? Oh, Cutie Pie. Ellie fragt die ganze Zeit nach Birkenstock-Schuhen. Das wären ihre neuen Lehrerschuhe, also müssen wir mal welche besorgen demnächst. Right? Okay, also, einige von euch haben sogar nochmal nach der Bowl gefragt. Kleine Quick Review, was ich mache zurzeit. Also, ich habe hier Haferflocken. Die gibt's für mich, für Ellie, da Gluten-Free, beziehungsweise Glutenallergie, die Gluten-Free-Version. In die Bowl, das ist meine nette Grundlage. Und dann entweder, wir stehen halt hier extrem auf Mandel- und Kokosnussmilch-Mix mit ein bisschen Vanille. Sowas rein. Ich nehme eigentlich fast keine normale Milch mehr. Auch nicht für meine Shakes oder so, die mache ich mit Wasser jetzt. Das ist eigentlich keine Milch mehr. Das ein bisschen rein, damit es ein bisschen, wie sagt man das, weich wird. Dann mache ich bei mir immer noch ein bisschen Joghurt rein oder Quark. Eigentlich High-Fat-Quark, damit man ein bisschen satt wird. Aber hier mache ich Probiotics Joghurt einfach ein bisschen rein. Für den Geschmack und die Konsistenz. Bei Ellie lasse ich sie weg, die steht da nicht drauf. Dann kommen viele Früchte rein und bei Ellie gibt es noch den Geheimtipp, da gibt es noch ein bisschen Peanut Butter und Jelly mit rein. Das mache ich meist nicht, aber beim Carboloading kann ich jetzt und es ist endlich Zeit für etwas Nutella. Das sind die fertigen Bowls. Bei mir gibt es noch ein bisschen amerikanische Ovaltine rüber und ich trinke morgens jetzt auch gern beim Carboloading Orangensaft, den kann ich sonst nicht trinken, weil viel zu viel Zucker sonst drin ist, aber Sugar? Aber beim Carboloading ist okay bei Carboloading. Are you guys sure that you want to go on a walk? Keep it cool, Becky. You wanna come? Okay.